zurück zu Harveys neue Augen, kleinen Frollnacht. Wir versuchen immer auch diese kleine Kartoffel da hinten, die sich an seinem Federschmuck kratzt, hier irgendwie durchzuführen. Ja, irgendwie ist er Trial und Error. Hier kannst du nirgendwo hochgehen, ne? Doch, kannst du. Alles klar. Bringt nur nicht sehr viel. Das hat ja sehr viel gebracht. Kreisrennen. Komme ich auch unten zu den Schienen? Ja. Wo wollen wir eigentlich hin, ist mal so gefragt. Zum Totem, oder? Würde ich glatt mal behaupten. Frage ist, wie kommen wir da hin? Try and Error. Und jetzt wieder hinten. Ah, für mich sehen die ganzen Wege eh gleich aus, also von daher. Müssen wir wieder dahin, weil da waren wir noch nicht. Irgendeinen Schienenweg wahrscheinlich nehmen. Ach, schade, kommen wir nicht bei der anderen Seite raus. Das wäre auch zu einfach gewesen, wenn wir da durchgehen, dass wir da rauskommen. Weil, wenn wir da hinten wieder dann landen. Es muss ja, wenn schon, wahrscheinlich dann irgendwelche Schienen sein. Schiene, Schiene, Schiene. Mach eine Biege oder so. Ja, ist richtig. Perfekt. Haha, ja, gern geschehen. Der Schamane war schließlich am Marterpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Ja, und direkt erstmal das Archiv mit Pfadfinder bekommen, was ihr aber leider nicht in der Aufnahme gesehen habt. Interessant, dass das nicht angezeigt wird. Aber hey. Diana-Friedhof. Die Frage ist, wie komme ich jetzt dahin? Wahrscheinlich zum Diana-Friedhof? Ja. Er hat einfach die anderen Typen hier vertrieben, diese Riesenkartoffeln, mit seinem Laptop. Ja, nee, ist klar. Damals im Wilden Westen. Laptop. Wer kennt's nicht, ne? Junkfood. Es sah nach etwas Essbarem aus, aber es roch nach einem verendeten Tier. Ja, egal, trotzdem mitnehmen. Ich hab sie wirklich geklaut. Lilly hatte sich den Schamanen irgendwie anders vorgestellt. Kleiner. Ja, nicht so wie eine Riesenkartoffel. Mom, kurz AFK. Alles klar, redest du jetzt die ganze Zeit mit Computersprache? Rauchzeichen. Autovervollständigung, meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Router ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite, oder? Aha. Mit einem Apache. Ah, und jetzt antwortet sie auch schon in Smileys, sag hey. Autovervollständigung, meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Router ist in der Pitzwild. Nein, hab ich schon mal gesagt. Autovervollständigung. Was kannst du über Wendigo erzählen? Meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Wikipedia-Eintrag. Wendigo. Der Wendigo.
Vielfraß. Auch Wendigo. Plural Wendigo-Wack. Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI, sie stinken bestialisch. Lol. Okay. Ist Wendigo-Wack wirklich der Plural von Wendigo? Gibt es denn irgendwelche Waffen gegen Wendigos? Autovervollständigung, meinten Sie Waffen gegen Wendigo-Wack? Wait, rat mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, cancel. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wack. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist, ich habe mir etwas über Appalachazone bestellt. Es, ist nicht wirklich für mich. Ja, ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-Up-Fenster geklickt. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Ja. Alles nur für einen Freund, ne? Alles nur für einen Du fragst für einen Freund. Ah, was hat er sich denn jetzt bestellt? Hallo, Mr. Kartoffel. Wieso sehen eigentlich alle aus wie Kartoffeln? Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Ach, du schon wieder? Ja. Habe ich keine Gratis-Proben im Angebot. Auch wenn du immer noch so aussiehst, als könntest du welche gebrauchen. Hey. Die Sachen, die ich jetzt noch habe, gibt es nur noch zu vollkommen gerechtfertigten Wucherpreisen. Oder auf Rezept. Ich habe mehr oder weniger ein Rezept. Ist eigentlich was zum Ausdrucken gewesen, aber Waffen hey. Waffen gegen Wendigo-Wack gab es scheinbar nur auf Rezept. Oh, hier. Ich hab Rezept. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Ja, die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Jetzt bin ich gespannt. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ein Deo. Was ist die Bestellung? Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Paket mit Dose. Was sind das? Enthaarungscreme. Die Frage ist jetzt, für wen ist was gedacht? Naja, der Häuptling-Schaman-Typ sah nicht so gerade aus, als hätte er ein paar Haarprobleme, dann ist wahrscheinlich für ihn das Deo. Wobei, man sollte nie jemanden nach dem Aussehen beurteilen. Ist das deine Bestellung? Ich hab das nicht bestellt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Enthaarungscreme ist also die Waffe für den Wendigo. Solltet ihr jemals einem Wendigo gegenüberstehen, rasiert ihn einfach. Ja, rasiert ihn weg. Ozonex for Wendigo weg. Mit der extra Portion FCKW. Enthaarungscreme. Enthaarungscreme! Wie der Erzähler das sagt mit dieser Euphorie. Das brauch ich nicht. Wer sich nicht bewegt, kann auch nicht schwitzen. Natürlich hast du es bestellt. Oder hier wolltest du dein Junkfood zurück? Das kannst du gerne behalten. Die Kojoten waren bereits dran. Jetzt kann man damit nur noch die Geier füttern. Geier füttern. Nicht zum Hinterhof in die Prärie. Da hockt ja immer noch dieser kleine Geier. Hallo, Mr. Geier. Willst du vielleicht ein bisschen Junkfood haben? Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Ja.
Verdammt! Dann hätte ich doch längst anfangen müssen zu kreisen. Da habe ich wohl meinen Einsatz verpasst. Wenn dich jemand fragt, kannst du bitte einfach erzählen, dass ich gekreist habe? Ja, übertreib auch gerne ein bisschen. Bau einen Looping ein, du weißt schon. Und das nächste Mal kreise ich auch wieder. Ehrenwort. Können Vögel überhaupt Loopings schlagen? Das bezweifle ich gerade ein wenig. Aber gut. So ist der jetzt weg. Und kreist seine Rumpen? Nö. Tut nur so. Muss ich nicht irgendwas in seine Satteltasche füllen? Das Essen vielleicht? Oder... Oder war das die Enthaarungscreme? Das Tier dann die Cash Cow seine Haare unterwegs verliert. Wie so eine kleine Spur. Ähnlich wie bei Hänsel und Gretel. Nur nicht aus Essen, sondern aus Haaren. Hey, lass Dolly in Ruhe. Solange du dich ganz still verhältst, kannst du sie gern aus der Ferne bewundern. Aber wehe, du störst sie bei ihrer Mahlzeit. Dolly? Aber Dolly ist doch ein Schaf. Bist du ein bisschen Deo vielleicht? Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Ja, nicht wahr? Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Ich wollte nicht Deo auf das Essen sprühen. Hey! Lass Dolly in Ruhe. Solange du dich ganz still verhältst, kannst du sie gern aus der Ferne bewundern. Aber wehe, du störst sie bei ihrer Mahlzeit. Oder muss ich das wirklich da reinfüllen in die Tasche? Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Ganz es sollte eine Überraschung werden. Ja, besonders wenn der Goldgräber zu seiner Mine aufbricht. Und die Kuh unterwegs dann das Essen verliert. Ne, Mr. Goldgräber? Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Mine löchern? Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Oh, das ist aber schade. Schamane. Haben wir den Typen eigentlich jemals über den Schamanen ausgefragt? Wenn du den Schamanen suchst, halte nach Rauchzeichen Ausschau. Er kommuniziert irgendwie über diese Dinge. Irgendwie. Schon klein bin ich länger her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen frage ich. Vergiss es. Ich werde dir den Weg zu meiner Mine nicht verraten. Und solange du hier rumlungerst, werde ich auch nicht hinreiten. Mit anderen Worten, wir sollen weggehen. Preiswechsel... Ja. Meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Und da kreisen sie. Die haben wohl das Essen bemerkt, was die Cash-Kuh verteilt hat. Die Geier kreisten über einen bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Und da haben wir auch den Wendigo. Himmel. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Ja, deswegen das Deo. Dem Geruch zufolge musste das dieser Wendigo sein. Der Schamane hatte recht behalten. Er stank wirklich. Bestialisch. Na gut, dass wir kein Geruchsfernsehen haben. Ja, das ist die neue Generation der Spieleentwicklung. Vergesst diesen ganzen Virtual Reality-Kram. Geruchssensoren. Was ist das wahre? Ach, je. Hallo, Mr. Wendigo. Da ist ja unsere Dämonentöterin. Hm? Da staunst du was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Kann sein, ja.
Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor.